Ich bin vor ungefähr einem Jahr von NRW nach Berlin gezogen und damals kannte ich nicht wirklich jemanden hier, den ich fragen wollte, hey, kannst du mir mal helfen, in den dritten Stock umzuziehen? Deshalb habe ich das meiste alleine gemacht, aber dann habe ich gesehen, dass es das Angebot gibt, dass mir jemand helfen kann, meine Möbel aufzubauen und darüber bin ich dann auf der Plattform TaskRabbit gelandet. Ich habe gestern noch meine Mama geschrieben und habe gefragt, wie sie immer Fenster macht. Im Zweifel bekomme ich dann wohl auch das Geld von TaskRabbit wieder, also scheine ich da relativ abgesichert sein, obwohl, Moment. Sie hat in diesem Moment geschrieben, bitte warte kurz, ich muss es genauer anschauen. Bitte nehmt diesen Task nicht an. TaskRabbit ist eine Partnerplattform von IKEA und da funktioniert das so, dass ich entweder jemanden buchen kann, der dann für mich unterschiedliche Aufgaben erfüllen kann, oder ich kann meine Arbeit auch selber anbieten und kann dann zum Beispiel reinigen, handwerken oder eben auch Möbel aufbauen. Es gibt sogar Videos, da sprechen die Personen davon, dass du bis zu 500 Dollar pro Tag verdienen kannst oder 50 Euro Stundenlohn. Das hört sich erstmal ziemlich gut an. Aber Leute, kleiner Spoiler aus der Zukunft. Was ich machen wollte, war einfach ein bisschen Geld verdienen, Möbel aufbauen oder ähnliche Aufgaben. Was ich im Endeffekt bekommen habe, waren shady Anfragen aus Dubai. Ich bin Dina, ihr seid hier bei Safe und ihr könnt mir jetzt zugucken, wie ich zum einen Geld verdiene, aber auch fast sehr viel Geld verliere. Wenn ich mich jetzt mal ein bisschen mehr mit TaskRabbit beschäftigen möchte, dann sehe ich schnell, dass es nicht so positive Meinungen von Personen gibt, die einen Tasker gebucht haben, aber auch von denen, die selber als Tasker gearbeitet haben. Da sagen zum Beispiel welche, dass bei ihnen gar keine Aufträge reingekommen sind. Ich kann mich bei TaskRabbit über die App Tasker anmelden. Da muss ich dann erstmal einen ganz normalen Anmeldeprozess durchlaufen. Hier sind auf jeden Fall so Aufgaben dabei, die ich auch easy machen könnte, also sowas wie reinigen oder einfache Möbel aufbauen. Aber hier sind auch Aufgaben, für die ich eigentlich eine Ausbildung brauche, wie zum Beispiel Klempnerarbeiten oder Elektroarbeiten. Ich frage mich da jetzt schon, ob überhaupt kontrolliert wird, ob ich das überhaupt kann, weil ich kann das jetzt einfach hier so auswählen und dann würde ich da bei irgendwem zu Hause stehen und hätte gar keine Ahnung. Die Anmeldung wird dann doch noch etwas aufwendiger. Wenn ich eine Fähigkeit auswähle, muss ich dann nochmal beschreiben, inwiefern ich das kann, also muss meine Erfahrung dazu schreiben, was für manche Aufgaben ein bisschen komisch ist, zum Beispiel seine Erfahrung zum Anstehen in Schlangen zu schreiben. Grundsätzlich gilt aber auch, dass man 18 Jahre sein muss, um hier als Tasker zu arbeiten. Eine weitere Hürde, die dann auf mich zukommt, ist, dass ich einen Gewerbeschein brauche. So einen Schein braucht man, wenn man bestimmte Tätigkeiten ausführen möchte. Ein Gewerbe kann aber erstmal super viel sein. Also da kann Handwerken, Fotografieren oder Programmieren zum Beispiel runterfallen. Ich selber habe zum Beispiel schon einen Gewerbeschein. Was genau das ist und wie ihr daran kommt, verlinken wir euch in der Videobeschreibung. Okay, so jetzt muss ich hier noch meine Verfügbarkeit festlegen und dann warte ich mal, bis mich jemand bucht. Ich habe jetzt gerade meine erste Anfrage bei TaskRabbit für eine Besorgung bekommen. Und auch das hat erstmal ein bisschen sketchy gewirkt irgendwie. Ich lese mal die Aufgabe vor. Also, hier möchte jemand, dass ich zwei Paysafe-Karten besorge. Ich wusste erstmal auch nicht, was das ist, habe das gegoogelt. Anscheinend sind das so Karten, mit denen man dann online sicher bezahlen kann. Auf jeden Fall soll ich zwei von diesen Karten besorgen, jeweils im Wert von 50 Euro, das heißt insgesamt im Wert von 100 Euro. Und dafür meinte er, dass er mir dann einen Stundensatz bezahlt, beziehungsweise wenn ich das heute schon direkt mache, dann zahlt er mir sogar zwei Stundensätze, was jetzt hier anscheinend 28 Euro dann insgesamt wären. Plus, was er auch noch meinte, wenn ich den Task gut erledige, zahlt er nochmal 25% Trinkgeld. Weil ich aber trotzdem erstmal Angst hatte, was jetzt passiert, wenn ich für 100 Euro diese Karten besorge und der mir dann doch nicht das Geld wiedergibt, habe ich mich auch mal an den Kundenservice von TaskRabbit gewandt. Und die haben mir auch direkt geantwortet. Solange mir im Chat bestätigt wird, dass er mir das auch zurückzahlt, kann ich das eigentlich machen. Und im Zweifel bekomme ich dann wohl auch das Geld von TaskRabbit wieder. Also scheine ich da relativ abgesichert sein. Obwohl... Moment, sie hat in diesem Moment geschrieben, bitte warte kurz, ich muss es genauer anschauen. Bitte nehmt diesen Task nicht an. Dieser Kunde ist nicht vertraubar. Das kam in dieser Sekunde gerade. Warte, ich zeig's einmal. Wir waren jetzt hier schon komplett fertig. Können wir Melli einmal zeigen, dass sie da schon so ready steht, dass wir wollten jetzt losgehen. Ja, super. Ja, krass, okay, dann machen wir das nicht. Dann gehen wir jetzt halt doch nicht los. Mann! Wir wollen 28 Euro haben. Ja, wirklich, 28 Euro plus 25% Trinkgeld, das wäre mega gut gewesen. Also anscheinend ist es so, dass genau dieser Tasker ganz oft diese Task angefragt hat und dann hat anscheinend TaskRabbit mehrmals Anfragen bekommen, weil viele Leute sich wahrscheinlich dachten, das wirkt irgendwie komisch. Und deshalb scheint er nicht vertrauenswürdig. Und deshalb fallen wir da jetzt auch nicht drauf rein. Okay, es wurde in dem Moment auch storniert, der Task. Dann ist es erledigt. Schön, dass ihr live dabei wart.
Ja, das hat ja nicht ganz so gut geklappt. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, als ich diese Buchung bekommen habe. Aber ich fand, dass der Support von TaskRabbit echt gut reagiert hat und mir wirklich gut geholfen hat. Man muss dazu sagen, es kamen echt immer mal wieder Anfragen rein. Nicht alle davon waren so richtig seriös und die meisten waren zum Putzen. Ist ja auch erstmal voll fein, hätte ich auch gerne gemacht. Aber mit manchen Anfragen habe ich mich einfach nicht wirklich wohl gefühlt, weil dann zum Beispiel es auch darum ging, dass die Personen dann im Nebenraum sitzen, während ich putze. Und irgendwie hatte ich da so ein komisches Gefühl bei. Dann kam aber eine Anfrage rein, die sich richtig gut angehört hat. Da ging es nämlich um Donuts ausliefern und das dachte ich, kann ich mal machen. Es ist zum Glück auch alles ziemlich bei uns in der Nähe, deshalb laufen wir den Weg jetzt einfach. Und dafür bekomme ich dann anscheinend einen Stundensatz über die TaskRabbit-App bezahlt, deshalb machen wir uns mal auf den Weg. Hey. Wir sind jetzt da, ich habe die Daten zur Bestellung auch auf meinem Handy und anscheinend ist es auf meinen Namen bestellt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach rein, hole dann wahrscheinlich die Donuts ab und würde dann sofort weiterlaufen. Ja, okay, das war jetzt irgendwie mehr als erwartet, aber es ging super easy. Ich bin reingegangen, habe meinen Namen gesagt, die meinten direkt, ja, ja, klar, alles ready, haben mir gezeigt, was drin ist und das bringe ich jetzt weiter. Anscheinend laufen wir dann nochmal 25 Minuten hin, aber dann ist die Aufgabe erledigt. Das war ziemlich easy bis jetzt. Ich habe die Lieferung jetzt gerade weggebracht. Das war zwischendurch super unangenehm, weil ich habe ja immer schon gesagt, ich soll das an einen Kunden von jemandem bringen. Ich habe aber nie nachgefragt, wer eigentlich die Person ist, für den ich das wegbringe. Und stand dann jetzt gerade da oben und haben so gesagt, hier, ich habe Donuts für euch. Und die waren alle so, wer bist du und von wem kommen diese Donuts? Und da mussten wir so ein bisschen raten, weil ich wusste ja, was auf den Donuts draufsteht. Und dann haben wir es noch rausgefunden. Die haben sich dann auch gefreut. Es war alles super easy. Hat ja auch jetzt echt alles gut geklappt. Man muss halt gucken, dass man alle Infos vorher hat, bevor man dann so eine Lieferung macht. Trotzdem, wenn das jetzt mit der Rechnung gut funktioniert, würde ich sagen, war das ziemlich easy verdientes Geld eigentlich, weil bei mir jetzt auch alles ziemlich auf dem Weg lag. Ja, die Aufgabe war echt easy. Ich habe mich auch die ganze Zeit total sicher gefühlt. Es war jetzt ja auch keine schwere Aufgabe. Ich musste einfach nur Donuts abholen und abgeben. Das hat gut geklappt. Und auch das mit der Bezahlung hat echt einfach funktioniert. Ich musste in der App nur angeben, wie lange ich gearbeitet habe. Das wurde dann an die Auftraggebende weitergeleitet. Und dann habe ich mein Geld über die App auch direkt bekommen. Nach meinem Gewerbeschein hat bis jetzt immer noch keiner gefragt. Aber was passiert eigentlich, wenn ich bei einem Job zum Beispiel einfach nicht auftauche oder zwar hingehe, aber der Job dann ganz anders ist als erwartet? Wer übernimmt dann die Verantwortung? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. TaskRabbit selbst schreibt in seinen AGBs, dass sie keine Haftung oder Gewährleistung bei der Durchführung von Tasks übernehmen und die Kunden selbst verantwortlich sind, auch dafür zu bestimmen, ob die Tasker qualifiziert genug für die Jobs sind. Außerdem bietet TaskRabbit auch keine Versicherung und haftet auch nicht für Ausfälle oder Schäden. Das klingt ja jetzt erstmal so, als ob TaskRabbit sich da so ein bisschen aus der Verantwortung ziehen würde. Ich habe aber auch eine gegenteilige Erfahrung gemacht. Und zwar wurde ich einmal gebucht und dann relativ spontan wurde der Task wieder abgesagt. Dafür wurde ich dann aber trotzdem bezahlt, obwohl ich die Aufgabe nie erledigen musste. Und auch als ich einmal fast auf diesen Betrüger reingefallen wäre, war TaskRabbit ja da, um mir zu helfen. So, und jetzt ab zu Job 3. Wir sind jetzt gerade bei meinem nächsten Task. Ich gehe jetzt gleich Fenster putzen. Ich hasse eigentlich Fenster putzen, aber ich mache es halt trotzdem mal und wir gucken mal, wie es läuft. Gabi hat mich zum Glück sehr freundlich empfangen. Ich war erstmal ein bisschen aufgeregt. Ist ja auch erstmal komisch, zu jemand anderem so nach Hause zu kommen. Aber jetzt freue ich mich und bin gespannt, wie es läuft. Auf geht's! Ich habe gestern noch meine Mama geschrieben und habe gefragt, wie sie immer Fenster putzt. Sie hat auch ohne zu hinterfragen einfach, hier ist meine Anleitung. Okay. Die Arbeit bei Gabi war mega anstrengend, hat aber auch echt Spaß gemacht, weil es sogar Kuchen gab. Insgesamt war ich 2 Stunden da und habe dafür 28 Euro bekommen. Ups. Gabi war dann auch noch so lieb und hat uns ein paar Fragen dazu beantwortet, was sie bisher für Erfahrungen bei TaskRabbit gemacht hat. Na dann, erstmal danke, dass du heute jetzt mit mir sprichst. Ich wollte dich jetzt erstes einmal fragen, wie du eigentlich auf TaskRabbit gekommen bist. Oh, ich kann einen Kleiderschrank nicht alleine aufbauen, den man sich bei IKEA gekauft hat. Und dann bekommt man ja diese App vermittelt und das habe ich dann auch Tatsache getan. Innerhalb von kürzester Zeit haben sich 2 gemeldet, die dann auch wirklich eine Woche später, Punkt 15 Uhr, wie vereinbart, vor der Tür gestanden haben und aufgebaut haben. Wir hatten uns das bei unserer Recherche so ein bisschen gefragt, dass ich konnte auch alles einfach auswählen und da wurde jetzt gar nicht groß gefragt, ob ich das überhaupt kann sozusagen. Ja. Und da hatten wir uns ein bisschen gewundert, weil es kann ja auch sein, dass man dann mal Pech hat und da kommt jemand. Wohl wahr, aber die Stundenzahl ist ja vorgegeben und an die sollen sie sich ja dann auch halten und dann weißt du ja auch, in welcher Preis-Leistungshöhe du dich da bewegst und da sollten die dann auch
sich drin bewegen. Und dann, ich habe ja jetzt gerade schon die Fenster geputzt. Ja, hast du sehr schön gemacht. Das wäre meine Frage gewesen. Ja, wirklich, ich bin sehr zufrieden, wirklich. Sehr gut, das freut mich auf jeden Fall schon mal. Ich bin jetzt gerade wieder da vom Fensterputzen. Klar, Fensterputzen ist nicht meine Lieblingsaufgabe, aber es war richtig cool, dass Gabi uns so offen willkommen geheißen hat und dann auch noch mit uns gesprochen hat. Also danke nochmal an Gabi. Eigentlich hatte ich ja gesagt, dass ich 3 Jobs machen möchte und dann gucke, wie viel ich verdient habe. Aber dann kam noch diese Anfrage und die hat sich so komisch angehört, da musste ich mir einmal anhören, was die zu sagen haben. Ich habe so eine Anfrage bei TaskRabbit bekommen und ich habe jetzt den Call zu. Das hat sich bis jetzt so krass sketchy angehört, weil normalerweise läuft das ja einfach über die App und hier sagen die jetzt, die haben einen Job mit guten Verdienstmöglichkeiten und möchten darüber mit mir sprechen. Wollen wir mal sehen. Ich habe mich ja bei TaskRabbit angemeldet und ich wollte ja einfach Regale aufräumen. Dann sollte ich halt putzen gehen oder irgendwas ausliefern. Jetzt habe ich plötzlich fast einen neuen Job gefunden. Okay, also was jetzt gerade passiert ist. Ich hatte diese Anfrage auf TaskRabbit bekommen für eine Lieferung, wo dann auch erstmal ganz normal Stundenlohn 15 Euro stand. Und da wurde mir aber schon gesagt, hey, wir wollen mal einen Call mit dir machen. Dann war ich jetzt gerade in diesem Call mit diesem gut aussehenden jungen Briten, der mir dann gesagt hat, hey, es geht hier gar nicht mehr um eine kleine TaskRabbit-Aufgabe, sondern was meine Aufgabe sein soll, ist, ich laufe in Berlin rum, gehe zu Späti-Besitzern, gebe denen dann irgend so eine Umfrage, die die dann ausfüllen müssen. Dann mache ich mit denen ein Selfie. Warum ich das Selfie machen muss, keine Ahnung. Das schicke ich dann an die, die für mich verantwortlich ist von dieser Firma. Und die gibt mir dann Geld. Und anscheinend werde ich pro Stunde 20 Euro bezahlt. Und dann bekomme ich aber noch Bonus für jede Umfrage, die ausgefüllt wurde. Aber es wurde überhaupt nicht so richtig klar, was ist dieses Endprodukt, was die verkaufen wollen? Warum machen die das so shady irgendwie über TaskRabbit? Und meine Fragen hat er nicht so richtig beantwortet. Er hat mir immer nur wieder gesagt, hey, das ist alles super toll und ja, unser Hauptsitz ist in Dubai. Aber jetzt wollen wir nach Berlin und dafür brauchen wir dich, weil deine Bewertungen sehen super toll aus. Schon während des Gesprächs kam mir das ja irgendwie alles komisch vor, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto seltsamer wurde es irgendwie. Wir sind deshalb da jetzt nicht weiter nachgegangen und ich werde den Job natürlich auch nicht annehmen, weil ich weiß nicht, ob die schon mal mit Späti-Besitzern geredet haben, aber die in Berlin werden mir auf jeden Fall nicht so easy einfach diese Umfrage ausfüllen. Ein kleines Fazit aus meiner Erfahrung bis jetzt. Ich hatte auf jeden Fall 2 echt nette Jobs, wo alles super geklappt hat und ich glaube auch, dass TaskRabbit eine Plattform sein kann, mit der man ein bisschen was nebenbei verdienen kann. Trotzdem muss man sagen, es gibt auch viele sketchy Angebote und ich war ganz froh, dass ich nicht alleine entscheiden musste, ob ich einen Job jetzt annehme oder nicht. Weil bei manchen Sachen ist man einfach sehr unsicher. Ist es jetzt gerade eine Abzocke oder kann ich das einfach machen? Weil da wird mit viel Geld gelockt und das kann sich ja erstmal attraktiv anhören. Es scheint so ein bisschen so, als ob TaskRabbit ein Problem hat, zum einen die Tasker zu verifizieren und aber auch diese Angebote richtig zu prüfen. Wir haben deshalb nochmal bei TaskRabbit selber nachgefragt. Dazu kam leider nie eine Antwort. Insgesamt habe ich in meiner Zeit bei TaskRabbit 57 Euro verdient. Das setzt sich zusammen aus meiner einen Lieferung, die circa eine Stunde gedauert hat, dann noch die 2 Stunden Fenster putzen und dann die stornierte Aufgabe. Das hört sich jetzt erstmal nicht so super viel an. Man muss aber sagen, ich hatte ja auch noch nicht wirklich Bewertungen und ich glaube, je mehr Bewertungen man hat, desto mehr Anfragen bekommt man auch. Und dann kann man eben auch mehr Geld verlangen, je nachdem, was für Aufgaben man macht und wie skilled man in dem Bereich vielleicht ist. Ich persönlich war da bei den Anfragen lieber ein bisschen picky, weil ich würde, wenn ich jetzt alleine irgendwo hingehen müsste, mich vielleicht nicht so wohl damit fühlen, in eine fremde Wohnung zu gehen. Ich hatte ja aber das Privileg, dass ich nie alleine war, sondern immer mit meinem Team gehen konnte. Das ist ja aber keine normale Situation. Also sollte man schon schauen, womit fühle ich mich wohl und womit vielleicht eher nicht. Habt ihr schon Erfahrungen mit TaskRabbit? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich stecke mir mein verdientes Geld jetzt übrigens nicht einfach in die Tasche, aber ihr könnt sehen, was wir in nächster Zeit damit machen. Abonniert dafür gerne mal den Kanal. Wenn ihr was zum Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz sehen wollt, dann schaut hier doch gerne mal bei unseren KollegInnen von den Ultraviolett Stories vorbei. Und wenn ihr dann noch wissen wollt, wie ihr euch ein bisschen was dazu verdienen könnt durch eure Krankenkasse, dann schaut hier doch gerne mal bei einem meiner letzten Videos vorbei.